Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Dressurreiterin von Bredow Werndl holt bei Olympia ihre zweite Goldmedaille für Deutschland. Nach dem Sieg mit der Mannschaft triumphierte sie auch im Einzel. Silber ging an Isabel Werth. Zuvor hatte das deutsche Beachvolleyball-Duo das Viertelfinale erreicht. Nils Ehlers und Clemens Wickler besiegten das brasilianische Team klar in zwei Sätzen. Hisbollah beschießt erneut Israel. Die pro-iranische Miliz feuerte nach eigenen Angaben Dutzende Raketen vom Libanon aus ab. Viele konnten israelischen Berichten zufolge abgefangen werden. Zugleich bereitet Israel die Abwehr eines möglichen Vergeltungsschlags des Iran vor. Teheran macht Israel für die Tötung des Hamas-Anführers Haniyeh verantwortlich. Tote nach israelischem Luftangriff auf Gazastreifen. Dabei sollen mindestens 16 Menschen getötet worden sein, meldet die von der Terrororganisation Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde. Unter anderem sei auch ein Flüchtlingscamp angegriffen worden. Das Zeltlager habe sich rund um das Al-Aqsa-Krankenhaus befunden, wo tausende Palästinenser Schutz suchten. Unruhen in Großbritannien weiten sich aus. In mehreren Städten schlugen Proteste rechtsgerichteter und antimuslimischer Gruppen erneut in Gewalt um. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei. In einigen Städten gab es Gegendemonstrationen. Auslöser der Unruhen ist ein tödlicher Messerangriff auf Kinder Anfang der Woche. Toni Kroos erneut zum Fußballer des Jahres gewählt. Der 34-Jährige setzte sich bei der vom Kicker organisierten Wahl gegen Florian Wirtz und Granit Xhaka von Bayer Leverkusen durch. Kroos hatte im EM-Viertelfinale das letzte Profispiel seiner Karriere bestritten. Trainer des Jahres wurde Xabi Alonso von Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen. Das Wetter: morgen überwiegend freundlich mit häufigem Sonnenschein, hier und da mal kompakte Wolken. In Südostbayern noch vereinzelt Schauer, sonst meist trocken, Höchstwerte 20 bis 29 Grad.